Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. So, wir holen mal den Kevin her. Wo ist er denn? Da. Dass der auch mal zu uns kommt. Sobald sie die Hausaufgaben gemacht hat, kann man ja mal machen. Im Winter auf dem Boden, im Schneidersitz sitzen, mitten auf dem Weg. Was man halt so macht, ne? Ja, wir sind auf dem Unicampus, wie ihr seht. An der Universität von Brightchester. Und müssen jetzt mal allgemein auch so mal gucken. Nächste Vorlesungsreihe. Wollen wir nicht tägliche Obergrenze für Lebensstil ist erreicht. Ja, müssen jetzt mal gucken, was sich so alles tut hier auf dem Campus, ne? Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wir haben unseren nächsten Kurs. Oh, in 3 Stunden geht es hier los. Bis dahin sollten wir die Hausaufgaben aber fertig haben. Improvisation beim Schauspielern. Das ist morgen 15 Uhr. Da können wir natürlich dann nicht dahin gehen. Naja, egal. Oh, Schauspiel sollten wir noch üben. Das schaffen wir nicht mehr vorher. Absolut nicht. Dann rufen wir den Kevin vielleicht auch später an. Dann kann sie sich jetzt noch anderweitig beschäftigen. Oh, die sieht auch nett aus. Aber noch machen wir Hausaufgaben, ne? B-Promi, okay. Wir sind kein Promi, wir sind einfach ein Teenie. In einer großen, weiten Campuswelt. Ich könnte natürlich immer ein bisschen schneller machen, ne? Macht vielleicht Sinn. So, Hausaufgaben hat sie gleich fertig. Kunststück betrachten möchte sie gerne. Und Kevin will sie natürlich. Könnten mit ihm am Telefon plaudern, ne? Ich weiß nicht, ob das zählt. Videoanruf. Kevin. Das ist eine Idee, ne? Carla, was meinst du dazu? Ja, gleich ist auch der Kurs. Muss mal gucken, ob ich den beibehalte. Shermau Flindop. Dua. Kaliba Yibiridi Rufu. Tigu. Yibiridi Tigu. Yibiridi, Ah. Yibirida. Yib So, ich glaube nicht, ob Shermau. das mit dem Schwarmplaudern Kaliba zählt, auch wenn es der Schwarm Yibiridi ist, mit dem sie gerade Rufu. plaudert. So, Theater AG beginnt in etwa 30 Minuten, okay? Mit Eila plaudern. Dröhnendes Lachen, das ist doch immer gut. Was haben wir denn da? Über Interessen reden. Ja, wer bist du? Achso, dich kenne ich ja. So, jetzt müssen wir dann aber auch gleich zum Kurs. So. Oh, sie fährt hin. Cool. Fahren wir mit. Können wir da dabei sein? Wo sind die Theater AG?
Ist unterwegs zur Theater-AG. Ja, können wir nicht dabei sein? Cowboy-Kostüme kreieren. Für die Show am Freitag werden Cowboy-Kostüme benötigt. Der Lehrer will klassische Cowboy-Kleidung aus seinem Lieblingsfilm. Aber Carla Maria möchte dem Stück einen Hauch von Fantasy verleihen. Soll Carla Maria die Kostüme im klassischen oder im Fantasy-Stil entwerfen? Machen wir mal Fantasy-Stil. So. Auf dem Weg zu Ruhm. Sims können jetzt berühmt werden, ja. Der Lehrer ist nicht glücklich über die Kostüme, aber es bleibt keine Zeit, um neue anzufertigen. Die Darbietung beginnt und das Publikum ist begeistert von den Kostümen. Die Schüler bitten Carla Maria, Kostüme für den Karnevalszug anzufertigen. Carla Maria erhält Ruhm für ihre Arbeit. Sehr schön. So, wo bist denn du? Ah, du bist da. Was sind denn das für Klamotten, die du da anhast? Nee, da gehen wir nicht dran. Freundlich vorstellen. Wir müssen den Kevin. Mit dem müssen wir ja noch. Den müssen wir jetzt herbestellen. Kevin. So. Das räumen wir noch weg. Einladen, abzählen. Wird gleich da sein. Perfekt. Wo bleibt er denn? Oh, Morgan ist auch hier. Die Morgan ist auch da. Sehr schön. Ja, hör mal auf, mit denen zu quatschen. Da ist der Kevin. Wo geht er denn hin? Erstmal vor den Fernseher, was auch sonst. So, Winterfestgeschenk geben. Du kriegst das selbstgemachte... anmachen. Rumschmusen. Rumschmusen ist immer gut. Carla Maria scheint dieses Lied nicht zu mögen. Ja, soll sie. Schalt mal aus. Yubara! Yubara! Sehr schön, das ist auch. Nein, du sollst hier mit ihm. Über Winterfest singen, das ist doch schon mal gut. Leidenschaftlich flirte mal ein wenig. Leidenschaftlich küssen. Kuss hauchen. Ewige Liebe erklären. Über Winterfest beschweren wollen wir nicht. Was will sie denn? Um ein Date bitten. Auf unter Mistelzweig. Machen wir mal aufreizen, posieren. Muah. Kriegst eine Rose. Anmachspruch. Geschenk hat er gekriegt. Ne, über Nacht soll er mal noch nicht bleiben. Was haben wir denn noch? Liebe in aller Knuddeln würde ich einfach. So. Die zwei sollen gerade mal rumturteln. Dann können wir hier derweil den Kühlschrank mal platzieren. So, dass wir da immer noch zur Not was haben. So. Entschuldige. Über Hochzeit reden. Können wir irgendwas zusammen machen? Hier so wirklich nicht, ne? So, hol dir gerade noch mal was zu essen, meine Liebe.
Dene Quecksilber. So, sie ist müde, sie hat Hunger. Oh. Er ist da. Winterfestaufregung teilen. Um Geschenk kämpfen. Kann ich hier nicht auch ihn um ein Geschenk bitten? Nach Tag fragen. Über Winterfest singen. Um Geschenk gegen Väterchen Frost kämpfen. Ich würde ja eins geben, aber ich hab nix. Hm. Beziehungstipps geben, so. Von Essen schwärmen. Ich kann leider keinen. Ich würde ihn gerne. Frage ihn. Ja, ich würde ihn gerne um ein Geschenk bitten. Aber irgendwie kann ich das nicht. Um Geschenke gegen Fair, machen wir das halt mal. Machen wir halt das. Heute sind Kala Maria einige Dinge. Ja, okay. Maisie Grobe, Craybow. Maisie Grobe, Craybow. Warum muss ich mit ihm kämpfen? Ho, ho, ho. Clemens plaudern. Okay. 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 Kann man machen, sollte man aber nicht. Er muss los. Gut. Da fliegen die Geschenke. Da fliegen die Geschenke. Sie hat ihn im Schwitzkasten. Okay. Chunky. So, Geschenksatz war voller toller Sachen. Kala Maria hat ein paar Geschenke in ihrem Inventar erhalten. Danke, Väterchen Frost. Entschuldigen. Was ist da so rot? Empathie, unsensibel. So, Postkarte, okay. Das ist die Postkarte, die wir gekriegt haben. Na gut, wir wollen mal pennen gehen. Kissenschlacht mit Väterchen Frost. Peppa Moy Zirksel? Pilpin. Er mag uns nicht, aber das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja. Kissenschlacht mit Väterchen Frost. So. Was hast du vor? Weglegen? Nee. Geh du mal schlafen. Geh du mal schlafen, meine Liebe. Hier schläft immer noch der Enele. Das
Das können wir auch nochmal lesen. So, Winterfest war erfolgreich. Das ist doch schön. So. Schau im Tetreff vorbei. Ja, jetzt im Moment nicht. So. Du kannst mal das kokette Gemälde fortsetzen. Hausaufgaben haben wir, glaube ich, fertig. Die haben wir noch nicht begonnen. Die müssen wir noch. Die haben wir aber fertig. Und Schauspiel müssen wir auch noch machen. Wie sieht's da aus? Ja, da kann man gleich nochmal die Hausaufgaben dazwischen schieben. So, und am PC können wir dann auch noch theoretisch noch mehr lernen, wenn wir dann wollen. Wir gucken mal. Ah. Sehr schön. Oh, Palingo. Palingo, und du denkst an Windel? Ah, dann können wir vielleicht auch das Gemälde hier irgendwo hinhängen. Da zum Beispiel. Ja, ich finde es ganz nett, dass wir jetzt beim Unileben sind. Je nachdem können wir danach ja wieder auch nochmal in den Hof ziehen. Gucken wir mal. Und dann quartieren wir die zwei Jungs raus. Und sie zieht mit Kevin da ein. Oder wir gehen ganz woanders hin. Das müssen wir mal gucken. Und Carla Maria, Carla und Michelle leben weiter auf dem Hof. Müssen wir mal gucken, ob wir das Mehrgenerationenhaus da draus machen. Oder ob wir das so lassen. Oder ob die halt ein komplett eigenes Leben leben dann. Schauen wir mal. Haben alle Optionen offen. Ah. Sie kriegt langsam Hunger. Das soll das kokette Gemälde sein. Sieht eher nach einem Hungergemälde aus. Können wir mal verkaufen, würde ich sagen, ne? So, du machst Hausaufgaben. Solltest du erst noch was essen? Das ist noch eine Essbar. Oh, die räumt auf. Das ist aber gut. Kannst du dir danach mal ein Gericht nehmen, würde ich sagen. Das würde ich eigentlich gern der Naomi hier zuweisen. Dass die da drin schläft. Oh, sie hat auch einen Laptop, okay. So, wir könnten eigentlich mal ein bisschen schneller machen. So, die Hausaufgaben. Level 6 der Malerfähigkeit erreicht. Ach, sie lernt dadurch drüber auch. Ah, okay. Sehr gut. Dann machen wir nochmal wieder ein bisschen flotter, dass das vorübergeht. Hi Carla. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Macht. Nun ja, ich glaube, ja. Vielen Dank für deinen Rat. Wir werden ein Baby bekommen. Kriegt sie nochmal Geschwisterchen? 3 Kinder haben sie ja schon. Dann wird Carla doch nochmal schwanger. Cool. Müssen wir die mal einladen zu uns. Und wir müssen die dann nochmal bei Gelegenheit besuchen, ne? So. Oh.
Ja, also Essen mit Essen werden wir schon ganz gut versorgt. So, nochmal Bett zuweisen, Naomi. Vielleicht klappt das ja jetzt. Und das ist der Enele, der kann ja dann hier schlafen. Enele, wo ist er denn? Da. Ja, sehr gut, sie geht dahin. Ich hoffe, das bleibt dann jetzt auch so, dass wir sie als Zimmernachbarin oder als Mitbewohnerin haben. Und nicht ihn hier. So, möchte gerne mit Karl plaudern. Und müsste es aufs Klo. Das ist immer schwierig mit YouTube, ne? So, dann können wir den Karl doch mal herbitten. Carla und Karl. Wo ist er denn? Sollen die zweimal herkommen? Oh, und duschen müssten wir auch. Gehen wir zur Not stinkend zum Kurs. Wir rennen eh noch in Schlafklamotten rum. Völlig easy. Ach, das nimmst du auch noch mit. Gerade überlegt, wo sie denn hin will. Gerade überlegt, wo die Gute denn hin will. Ja, dann sehen wir jetzt vielleicht auch schon, ob die Carla schon schwanger ist. Beginnt in einer Stunde, ja. So, kommen vorbei. Früh zum Kurs gehen, ja. Und tschüss. Sie ist definitiv noch nicht schwanger. Sie ist definitiv noch nicht schwanger. Bin mal gespannt. Ob die noch wird. Sie hat da gefragt und wir haben gesagt, ja, sie soll. Könnte also gut sein, dass wir nochmal ein Geschwisterchen kriegen. So, wohin gehst denn du ganz? Okay, diesmal sind wir hier. 15 Uhr beginnt das, ne? Glaube ich. Ja, 15 Uhr. Du stinkst ein bisschen, ja. Der Enele mal wieder, ne? Theater AG hat, ja, da kommen wir aber leider nicht hin. Geht nur eins von beidem. So. Bei einem Unikurs. Wie lange geht denn der? So, besucht eine Vorlesung. Improvisation beim Schauspielen bis 16.25 Uhr. So, aber wie ich sehe, ist die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Level 2 der Schauspielfähigkeit hat sie erreicht. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.